Hallo und herzlich willkommen YouTube. Hallo Freunde, hier ist wieder Chilled Frank. Herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vor ein, zwei Monaten hat Aldi sozusagen den Sprung auch in diese Kapselmaschinen-Ära geschafft. Dazu möchte ich euch mit zwei ganz kleinen Videos ein paar Informationen geben. Es handelt sich bei Aldi um das Expressi-System. Wer es noch nicht gesehen hat, so sieht das Ganze verpackt aus. Ist seit, ich glaube, Ende September, Anfang Oktober so in etwa bei Aldi verfügbar. Aldi hat sich verpflichtet, das dauerhaft zur Verfügung zu stellen. Es ist noch relativ aktuell. Dazu gibt es im Moment noch, wir reden jetzt von Dezember 2013, eine Probebox, die neu verfügbaren, im Moment verfügbaren Sorten sozusagen vorstellt. Manche sind zweimal vorhanden. Das Kapselsystem selber oder die Verpackungen dann, die sehen so aus für 2,99. Da sind dann immer 16 Kapseln drin, beziehungsweise 8 Kapseln, wenn, also auch Milchkapseln, also 8 mal 8, wenn da Milchkapseln mit bei sind. Das ist also das System und da wollen wir uns das etwas genauer anschauen. In diesem Video machen wir das Unboxing davon. In einem zweiten Video werden wir das mal testen. Hier haben wir also das gute Stück stehen. Vielleicht nochmal die wichtigsten Sachen. Kapselmaschine, 19 Bar Hochleistungspumpe, automatischer Kapselauswurf, programmierbare Tastenfüllmenge, Spülautomatik, 1 Liter Wassertank, das Ganze mit 36 Monaten Garantie versehen. Dann wollen wir endlich mal reingucken. Mal sehen, wie das verpackt ist. Das scheint sich hier um die Bedienungsanleitung zu handeln. Ja. Zerbrochenes Verpackungsmaterial. Sollte sich der ganze Kasten hier lösen, tut er ein bisschen unglücklich. So, das dann gleich zur Seite. So. Da fällt schon die Stromversorgung ab. Erstmal alles weg. Ich will es auch nicht fatzen lassen. So, okay. Die Stromversorgung, das Stromkabel hat das so ein bisschen blockiert. Dann sieht das Ganze so aus. Ziehen wir mal das Verhüterli von der Stromversorgung. So. Und das ist, wie gesagt, der Wassertank von 1 Liter. Hier können wir auch Plastik abmachen. Die Maschine gibt es übrigens in zwei Varianten. Das ist die mit der Silberseite. Es gibt die auch ganz in Schwarz. Das war mir aber zu traurig. So, da haben wir dann die Möglichkeit, das Kapselsystem, den Kapselbehälter wegzuschmeißen. Moment, so kann es dann weitergehen. Ich habe den Kapselbehälter gerettet sozusagen.
Ja, der kommt dann hier rein. Und ich habe dann entweder die Möglichkeit, da habe ich dann die Möglichkeit, das hier oben drauf zu stellen, wenn ich kleine Tassen benutze, oder ich kann es hier drauf stellen, wenn ich größere Tassen benutze. Das Ganze fühlt sich wertig an. Also die Verarbeitung macht einen sehr ordentlichen Eindruck, wenn auch wahrscheinlich die Fingerabdrücke rasend schnell hier oben drauf sein werden. Hier oben ist der Schalter zum Ein- und Ausschalten. Und hier sind die Bedientasten für die kleine Tasse, große Tasse bzw. für die Milchzubereitung. Ja, was ihr schon gesehen habt, hinten den Wassertank mit ca. 1 Liter Füllmenge. Ja, das soll das Unboxing gewesen sein. Ihr habt schon einen Blick drauf geworfen auf dieses Kapselsystem, wie das schmeckt. Damit beschäftigen wir uns im nächsten Video. Ich danke erstmal für euer Zuschauen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Chilled Frank.